Am 12. August gab es viel Trubel an der Pülbach-Schanze. Rund 600 Menschen haben im Zuschauerrund den Sportlerinnen des diesjährigen FIS Ladies Alpencup zugejubelt. Insgesamt 44 Skispringerinnen aus 8 Nationen, unter anderem aus Frankreich und Lettland, traten gegeneinander an, darunter auch die Thüringerin Anna Fey-Scharfenberg, die für den SC Motor Zellermelis springt. Die 15-Jährige unterlag mit nur 2 Punkten der Schweizerin Emily Torassa, die mit 61,0 und 62,5 Metern den Tagessieg einfuhr. Die Tagesbestweite entsprang der Französin Lilou Tsepchi mit 63 Metern, die in der Gesamttageswertung den 3. Platz belegte. Besonders begeistert waren die Teilnehmenden von der Zuschauermenge, die nach der pandemiebedingten Pause spürbar fröhlich darüber waren, dass ein solches Event wieder stattfinden kann. Das merkte man vor allem an der Atmosphäre und den Jubel- und Anfeuerungsrufen aus dem Publikum. Bei der letzten Station in Bischofsgrün konnte sich dann doch Anna Fey-Scharfenberg durchsetzen und sich mit 270 Punkten den Gesamtsieg holen. Emily Torassa aus der Schweiz holte sich mit 261 den 2. Platz und auf den 3. Platz sprang Martina Zanitzer aus Italien mit 189 Punkten. Ja, das war doch gar nicht mal so schlecht. Aus Fels gestiegen.